So, herzlich willkommen. Hier sind gar keine Hintergrundgeräusche. Dann muss ich das jetzt machen. Ah ja, doch, er läuft. Okay, perfekt. Als erstes schauen wir uns natürlich jetzt noch erstmal die Bilder an, Gemälde. Scheint ein Romantiker zu sein. Nicht so guter Rahmen dazu. Spielen die Kinder. Nochmal Romantiker oder... Das andere nicht so. Aber der Romantiker, der könnte was wert sein. Oh, guck dir das an. Ritter. Also so ganz arm. Der schien ja eigentlich ziemlich verlottert, ne? Von der Kleidung her. Aber scheint er ja nicht zu sein, wenn er jetzt hier so wohnt. Was tun wir als nächstes, Holmes? Am besten, ich klicke jetzt nochmal 10-mal drauf, damit so richtig Stimmung entsteht. Machen wir es so, lieber Watson? Oh. Hören Sie das? Schnell, wir müssen diese Tür aufbekommen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Ja. Ja. Ich war völlig klar, dass er. Aber jetzt. Was. Jetzt. Komm, los. Mach. Los! Mach dein Job hier. Okay. Okay. Jetzt muss ich schnell mit zwei Händen auf der Maus arbeiten. Ich meine, das ist geskriptet, also insofern. Hilfe! Wieder das. Okay. Und. Ja, wir kommen zu spät, ist ja schon klar. Okay. Was? Okay. Was, wie? Wa, wo? Hallo? Nee, erstmal hier in. Okay. Was ist denn da? Das können wir wahrscheinlich nicht rauskriegen. Wir können das machen. Nach oben lugen. Können noch nichts tun. Dem Tisch da. Runter, runter, runter. Wenn diese Vorhänge unten wären, würden sie die Sicht des Angreifers Es, es, blockieren. es, 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 Alter. Okay. Puh. Wenn diese Vorhänge unten wären, welche Vorhänge? Okay, wir werden beschossen. Interessant. Ah, jetzt macht das. Er hat eben gerade nicht nach links. Ist nicht nach links gegangen. Okay, wir müssen also das Ding nehmen. Können wir gucken? Schnell, schnell, schnell. So, ich will jetzt weiter nach zur Seite. Ja, er hat es nicht sofort gemacht, deswegen. Kann man das jetzt werfen? Wenn wir jetzt rausgehen, wird der nächste Pfeil abgeschossen, ne? Ist klar. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer sieht nichts mehr. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Was? Ich habe kein. Was? Sie mir Feuerschutz! Was hatte ich. Ich habe gedacht, ich.
Was? Watson, geben Sie mir Feuerschutz! Ah, jetzt verstehe ich. Das muss einfach mal erklärt werden, dass man in dem Augenblick mal drücken soll, wie vorhin da hier. Mann. Aber das ist ein Mensch da oben, ne? So, können wir bitte? Okay. Über Ihnen! Oh. Boah. Alter, willst du mich verarschen? Können wir noch irgendwas nehmen hier oder so? Haben wir noch die Axt wenigstens? Wir haben die Axt nicht mehr. Okay. Können wir irgendwo uns bewaffnen oder irgendwas? Wäre alles sehr hilfreich. Gott, was der hier für ein Zeug hat. Krass. Vorsicht, Holmes. Ja, das hilft uns jetzt echt gut. Weiter. Boah. Wir sind einmal umgekommen, ne? Ich wusste nicht sofort, dass man... Zu. Hilft uns nicht sehr viel weiter. Gleich kommt hier... Hallo, ich hab D gedrückt. Ich hab extra geguckt, gerade noch nach unten. Den vorhin schon erledigen können, den Gegner. Oh, der hat so eine Karte wie wir. Krass. Und da ist die richtige Venus von Milo. Also, das Original aus dem Louvre. Puh, bin ein kleines bisschen... Watson, kommen Sie! Er ist hinter dem Paravent! Upsi! Fuck. Unser Angreifer nutzte dieses Seil hier. Okay. Logischerweise den Typen jetzt. Nein! Setze dich nicht! Nur die Ruhe. Es ist vorbei. Keine Angst. Sie? Oh. Aber was machen Sie hier? Sie sind keine Ärzte, oder? Nein. Nun, nicht ganz. Wollen wir diese Charade jetzt beenden? Ihr richtiger Name ist Albeit, nicht wahr? Sie waren Mitglied in Charles Yellinghams Club. Ja, war ich. Oh. Verschlossene Tür. Was ist passiert? Ist ja klar, aber verschlossene Tür. Ja, soll man erzählen. Sagen Sie, was hier passiert ist. Nach Ihrem Besuch im Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. Ich lag auf dem Sofa dort und spürte plötzlich eine böse Präsenz im Raum. Eine böse Präsenz? Ach, vermutlich war es nur das Fieber. Schlüssel aus dem Clubhaus hilft nichts. Fotografie haben wir vorhin schon. Durchführungsbefehl wird Ihnen kein schlechtes Gewissen oder keine schlechten Gefühle einreiben. Maya-Kalender, Fluch. Oder etwa eine lebende Statue? Ja, es war eine der Doppelstatuen. Ich sah ihren Schatten und glaubte, dass sie nach mir suchte, mich umbringen wollte. Es war so schrecklich. Wie beim Mord an Greystoke wurde die Statue lebendig, als sich das Opfer vor ihr befand. Ich muss ihr Haus untersuchen. Vielleicht gibt es Spuren. War das vorhin noch... Nee, verschlossene Tür war die Sache, die wir noch rauskriegen wollten. Erzählen Sie von der Expedition nach Guatemala vor 14 Jahren? Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Es heißt, Sie seien dort gestorben.
Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge und einen Arm verlor ich. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich es wieder nach London. Weshalb der falsche Name? Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos und einsam. Ein lebender Toter. Nicht mehr lange. Vielleicht war das ja mein Fluch. Nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tekunumans Rache. Sie wissen, dass Greystoke umgebracht wurde, oder? Ja, und ich habe gelesen, dass es ein Speer war. Wie passend. Passend? Nun, er betrieb Archäologie fast wie einen Sport. Immer auf der Jagd nach Adrenalin. Wie viel Adrenalin wohl im Spiel war, während er starb. Als Beute. Und wer war dann wohl der Jäger? Tekunuman? Wer auch immer. Für mich geht es sowieso bald zu Ende. Tut mir schon ein bisschen leid jetzt, ne? Unten gibt es eine verschlossene Tür. Kann ich den Schlüssel haben? Ja, aber in dem Zimmer gibt es nichts Interessantes. Okay. Hier stand eine Statue, die jetzt weg ist. Das Befestigungseisen ist kaputt. Die Fläche ist beschädigt. Statuen. Hä? Wie kann, ich meine, klar, wir kennen das aus vielen Märchen, Sagen, wie auch immer, Filmen, Comics, was weiß ich alles. Aber es ist trotzdem ein bisschen unglaubwürdig. Alter, was hat der denn? Was ist das denn? Eine Schlachtung, eine Schächtung. Oder? Das ist doch. Ja. So, aber mit dem krummen Ding, ja, könnte doch eine Schächtung sein. Ich weiß es nicht genau. Der steht auf, offensichtlich auf Ambiente auch hier, ne? Das ist das Seil. Also, ich muss mal kurz was fragen. Warum benutzt eine Statue ein Seil, also die nachweislich Zauberkräfte hat, ein Seil zum Abhauen? Der Angreifer ist durch dieses Fenster geflohen. Es könnte sein, dass die verschwundene Statue durch das Dachfenster entkommen ist. Schade, ne? Ich meine, wenn er dann tot oder sehr, sehr, sehr krank war, ist es schon auch anstrengend, aber... Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. Was tun wir als nächstes, Holmes? Am besten Ihnen zuhören, zur Motivation. What? Der hat sich aber auch eher bewegt wie ein Mensch, der Gegner. Muss man doch wirklich sagen. Eine Karte von London. Alter, die ganzen Rüstungen hier. Sind jetzt relativ grobschlächtige Rüstungen, aber trotzdem. Und wieder mal Bilder angucken, jawohl. Schön. Alles nicht mehr sehr viel wert in der heutigen Zeit. Marktpreise für Bilder, wo Alben drin sind und so weiter. Oh, können wir den? Nee, können wir nicht. Shit. Alter, der guckt dir mal bitte an, was der alles dastehen hat. Und hier sogar aus... Ja, was ist denn das für ein Spiel? Gute Frage.
Das sind so alles Kleinigkeiten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die nicht an den Club gehen sollen, um sie zu verscherbeln. Wow. Krass. Stoßzähne. Ist schon auch krass, ne? Ist es halt wirklich, es sollte eigentlich immer dort am Orte bleiben, meiner Meinung nach, wo es auch hingehört. Ne? Also, dass das in europäischen Museen ist, ist einerseits natürlich gut, weil man das dort bewahren kann, auch vor irgendwelchen Idioten, die das in die Luft sprengen wollen, Kulturschätze, weil das nicht ihrer Religion entspricht. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch nicht unbedingt, naja, Eigentum oder wie soll man das sagen? Es gehört ja eben nicht hierher. Ah, wir haben hier seine Kiste aus Amazonas Zeiten, oder? Drei Paar Stiefel. Albiets Frau und Sohn, nehme ich an. Brasilien, Sao Paulo, 14. April 1883. Ich, Claudio Joao Ignacio da Silva, gebe mit Albert Dijk und Barquadambo von diesem Tage an alle Rechte und Freiheiten für Sie und alle Ihre Nachkommen. Gib mir die Arbeit und von diesem Tag an alle Rechte und Freiheiten für Sie und alle Ihre Nachkommen. Das Silva. Liebste, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen, aber du musst verstehen, dass meine Entscheidung nur zu eurem Besten war. Wie könnte ich jemals wieder in die richtige Welt zurückkehren? Sollte irgendjemand die unsägliche Schande dieser fehlgeschlagenen Expedition und meiner Versklavung aufdecken, ach du lieber Gott, wäre der Name unseres Sohns für immer entehrt. Es ist für uns alle das Beste, wenn ich als gestorben in Tikum Umans Tempel in Erinnerung bleibe. Ich bin zurückgekommen, um euch ein letztes Mal zu sehen. Danach möchte ich ganz alleine auf den Tod warten, mit meiner kostbaren Sammlung, den Früchten meines Lebens, das ich der Archäologie gewidmet habe. Ein Freund von mir, der Gerichtsvollzieher ist, wird sich später um den Verkauf der Sachen kümmern. Das ganze Geld bekommst du natürlich. Sei bitte nicht traurig, denn der Tod wird für mich ein Segen sein. Vorkehrung für meine Bestattung habe ich bereits getroffen. Lebt wohl, meine Lieben. Ich hoffe inständig, dass ihr mir vergeben könnt und wünsche mir nichts mehr, als dass ihr nach mir endlich ein glückliches Leben führt. Boah, Alter. Was für Alter, nicht so gut. Finden Sie mir über Albert heraus. Schlüssel. Okay, da können wir noch mal kurz nachher fragen. Alter, das ist ja fett. Holla. 1894. Dieses Modell entstand nach der Expedition nach Guatemala. Okay. Oh, sieht aber noch frisch aus. Und schön ist es. Also ja, es ist jetzt nicht riesig super und so, aber... Das Innere scheint fein ausgearbeitet, aber ich kann es nicht richtig erkennen. Das Modell ist Teil eines anderen, größeren Modells. Im Archäologie-Club?
war es dann hier schon, oder wie? Oh. Dieses Bett ist sehr klein. Oh, wir wissen auch, wem das gehört hatte. Und mit vielen Büchern für den Sohn. Ist ja krass. Okay. Kein Fenster. Also für ein Kinderzimmer. Upsi. Aber ich meine, wenn du nichts hast anderes. Für die Zeit war bestimmt ein Kinderzimmer auch was Besonderes. Ups, jetzt sind wir nach oben gerutscht. Interessant. Aber ich glaube, hier gibt es wirklich nichts mehr. Wir können hier nichts mehr tun. Okidoki, das haben wir auch gecheckt. Ach Gott, Alter, dann hat er praktisch seine Familie verabschiedet. Aber im wohlgemeinten, guten Sinne. Also, nicht, dass es gut ist, sondern der hat versucht, das Beste für seine Familie zu tun. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist es nicht das Beste. Dass er sich dann so abkanzelt und so weiter und so fort. Ich meine, dass das so schief gelaufen ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Ding, aber wir müssen nochmal mit ihm reden jetzt. Ja. In dem kleinen Zimmer steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten Sie Bescheid? Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Ich weiß nicht, ob sozusagen auch ein kranker Vater nicht immer noch trotzdem ein Vater ist, der seine anderen Lieben auch lieb haben kann und geliebt werden kann. Also ehrlich, ich verstehe nicht ganz die Überlegung. Mr. Albeit, was ist das hier? Aber unmöglich. Wie haben Sie sie gefunden? Antworten Sie. Vor 17 Jahren baute ich ein Modell des Tekun Oman Tempels. Wir verstauten es im Globus, im Club, bevor wir auf die Expedition gingen. Keine Ahnung, ob es noch dort ist. In Guatemala träumte ich von einem fehlenden Teil. Von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment. Sie betraten den Tempel? Nun, ja. Und wir fanden die Pyramide aus meinem Traum. Aber ich war zu schwach. Ich konnte das Rätsel um ihren Eingang nicht lösen. Ich habe versagt und wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr... Haben Sie daher gemäß Ihren Visionen diesen letzten Teil gebaut? Und? Nichts. Ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Was für eine... Was tun wir als nächstes, Holmes? Lebensgeschichte. Und was für eine Anteilnahme, lieber Watson. Oh Mann, das ist echt alles. Puh. Ein Vater als Krüppel, was ist immer noch ein Vater? Also ich kann hier ich kann das nicht nachvollziehen. Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. Aber eigentlich hätte er sich doch jetzt umbringen können, wenn er sowieso stirbt. Also wenn es sein Wunsch ist zu sterben, wäre das doch jetzt die Gelegenheit gewesen, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich muss ja nicht verstehen, was die Leute hier tun. Der Fluch existiert. Wir gucken mal, was wir alles haben. Ach du lieber Gott. Arbeitsmodell. Kann man hier mal etwas befrieden? Langsame Arbeitsmodell, Flucht durch das Fenster, Arbeitssohn, Arbeitsvision. Arbeitsvision und der Tempel, der war da irgendwo. Arbeitstempel wurde nicht betreten. Der Arbeitssohn, Flucht durch das Fenster. Nein, langsam. Arbeitsmodell, Arbeitsvision, Arbeitsmodell, das hier. Wo ist das da? Es ist möglich, das Modell des Tempels von Tekun Oman fertigzustellen.
Arbeitskrankheit, Arbeitsvisionen. Angreifer, Arbeitshaus. Arbeitsvisionen der Expedition. Ah, Mann, das gibt... Tempel wurde nicht betreten. Arbeitskrankheit. Er war zu schwach. Das hat er gesagt. Halt. Tempel wurde nicht betreten. Sir Charles Bernard haben ausgesagt, dass den Teilnehmern an der Expedition nicht gelungen hat, den Tempel zu entdecken, um mal zu betreten. Und Arbeits... Er konnte nichts, er hatte nur, Arbeitssohn, Arbeitsvisionen, Flucht durch Angreifer in Arbeitshaus, Flucht durch das Fenster, nein, ich will, halt, Flucht durch das Fenster, hallo, IAO, so, Angreifer, Arbeitshaus, ein erfahrener, fähiger Kämpfer. Arbeitsvision. Flucht durch das Fenster. Oh. Arbeitssohn. Okay. Fakten über die Tat. Arbeitssohn? Hä? Kleines Bett behauptet, dass es sich da um das Bett des Sohnes handelt. Es könnte natürlich auch jemand anderes sein, verstehe. Körperliche Stärken? Okay. Boah. Halt, können wir hier mal stoppen. So. Halt, was haben wir da hinten? So, Tempel wurde nicht treten. Angreifer, Arbeitshaus, Maya-Kalender. Flucht durch das Fenster. Also das geht mir hier ein bisschen gerade, ist mir das, dieses Gewusel ist hier furchtbar, ehrlich gesagt. So. Nein. Ich möchte gerne Arbeitsvision. Aber glaubt, dass er sein Begleiter von Tempel aber nicht schafften. Und letzte Pyramide. So, das hier gehört zusammen. Ich sehe einen Widerspruch zur Arbeitsaussage. Keiner von ihnen will jedoch über den Tempel reden. Nein! Nein! Halt! So, nochmal weiter hier. So. Mai, Arbeitssohn. Körperliche Stärken. Ich meine, eine Bronzestatue muss ich nicht, oder irgendeine Statue muss ich nicht in ein kleines Bett legen zum Pennen. Das ist ja auch irgendwie. Passt, würde nicht zusammenpassen. Arbeitssohn. Durch das Fenster. Kann es sein, dass der Sohn da war und dann durchs Fenster geflüchtet ist? Eine Person von kleiner Statur, möglicherweise aber Sohn, könnte durch das kleine Fenster im Dach passen. Ach, okay. So. Arbeitskrankheit.
Vision der Expedition und Alberts Vision. Albert behauptet, so, und dann das hier, Albert hat die Pyramide in Tikkunuman nach dem gebaut, was er in seiner Vision darüber sah. Vision der Version der Expedition ist halt, nee, ist das mit den Visionen, ja, okay. Albert hätte das Modell der letzten Pyramide nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition betreten hätte. Albert muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herzustellen. Er könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Gucken, was da passiert. Benutzen das Tempelmodell im Club, um herauszufinden, warum die Teilnehmer an der Expedition nicht darüber reden wollen, was damals in Tikkunuman vorgefallen ist. Der lügt schon bei anderen Sachen auch, ne? Das muss man halt auch sehen. Wie es aussieht, war ja praktisch ja in, also vielleicht erinnert er sich aus bestimmten Gründen nicht mehr, aber da war ja auch, war der nicht versklavt worden, haben wir das gelesen oder ähnliches. Alberts Krankheit, körperliche Stärken. Also Alberts Krankheit und körperliche Stärken. Also der Albert kann es nicht gewesen sein, außer der versteckt sich. So. Fakten über die Tat, Maya-Kalender. Wenn ich angreife in Alberts Haus. Ja, der hatte viele, der Angreifer hatte, also der hatte eigentlich dieselben, genau, körperliche Stärken, das habe ich gesucht. Okay, kleine Statur, das hier, Angriff. Mal gekonnt durchgeführt. Ein kleines Kind ist nicht kräftig genug und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Albert lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person, kleine Statur gehören. Diese Person könnte auch der Mörder sein. Aber warum sollte der seinen Vater angreifen? Und warum würde dann eine Figur rausgebrochen, nur um ein Bild zu erzeugen? Nur mal gucken. Was ist jetzt? Shit.